Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich besonders, dass es heute wieder ein Gast zu mir ins Studio geschafft hat. Diesmal die berühmte Andrea Lautmann von dem noch viel berühmteren Gastro-Insider, den sie erfolgreich schreibt und vor allen Dingen auch mit Videocontent versorgt. Mehr dazu gleich erstmal. Schönen guten Morgen, Andrea. Schönen guten Morgen, liebe Sabrina. Ich freue mich, dich zu sehen. Wenn ich dich sehe, dann muss ich immer an Essen denken. Weil wenn jemand in Österreich weiß, wo man gut essen gehen kann, dann bist das du und so auch gestern. Du warst mal wieder in Wien unterwegs, weil es gibt was Neues. Ein ziemlich hotter Place, wo man in Zukunft auf jeden Fall mal vorbeischauen kann und muss. Was ist das und wo ist es? Richtig. Es gibt ein neues Top-Lokal, das heißt Cellini. Und zwar befindet sich das auf der Mariahilferstraße 36, das ehemalige Dotz. Und das ist ein neuer Italiener und das wird von 3 Top-Gastronomen und Unternehmern geführt. Erstens Florian Schagerl, sehr bekannt. Dann der Szenekoch Carlo Neumann und Unternehmer Florian Dorn. Roman Dorn, Entschuldigung. Und die haben das jetzt im Soft Opening eröffnet und ich war gestern dort eingeladen und habe mich ein bisschen durch die Speisekarte gustiert. Ich wollte gerade sagen, wir sehen da schon ein bisschen die Bilder zugespielt. Das schaut alles ziemlich hübsch aus. Auch der Pizzaofen sehe ich da. Genau. Sehr elegant eingerichtet alles und auch gemütliche Atmosphäre. Würdest du sagen, da geht man eher abends hin oder kann man auch schon mal zum Mittag vorbeischauen? Na, definitiv kann man schon zum Mittag hinschauen. Es eröffnet um 12 Uhr mittags und geht bis um 12 Uhr am Abend oder in der Nacht. Am Wochenende sogar bis um 1 Uhr. Und da sehen wir auch schon Top-Koch Carlo Neumann, wie er gerade seine Spezialitäten zubereitet. Und das ist italienische Küche. Früher war ja da das Dotz, ein Sushi-Lokal. Ich denke mir schon die ganze Zeit, irgendwie kommt mir das so ein bisschen bekannt vor von der Location her. Da muss ich gleich die nächste Frage stellen. Gibt es denn nicht auch unten drinnen noch einen Club? Gibt es den auch wieder? Hat er auch schon wieder aufgemacht? Das ist richtig. Erst einmal, es wurde alles bekannt. Schaut es nicht sehr aus, denn sie haben den ganzen Club modernisiert, beziehungsweise das Restaurant modernisiert und haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und die Speisekarte ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe Kalbsbacker gegessen, Focaccia, Pizza, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und es ist jetzt wie gesagt im Soft Opening hat es eröffnet und das muss man sich auf jeden Fall anschauen und genau, es ist ein bisschen verzwickt, denn früher war unten drunter der Hidden Club, auch von Martin Ho, Dotz Hidden Club und der sperrt jetzt nächste Woche auch unter einem neuen Konzept auf. Martin Ho hat es an Chris Edi weitergegeben. Chris Edi ist ein langer Weggefährte von Martin Ho, hat schon 5 Clubs von ihm übernommen, erfolgreich und da sperrt jetzt auch unter neuem Namen auf. CC wird das heißen, am 1. und 2. Also November. Frei nach der Kaiserin. Genau, und das ist jetzt beides quasi komplett getrennt. Also das Cellini hat nichts mehr mit Martin Ho zu tun und ist komplett auch getrennt von dem Club unten. Ah, verstehe. Ja, das muss man ein bisschen verstehen. Aber es ist good to know, weil viele haben sich ja immer wieder gefragt, wenn sie vorbeigegangen sind, was kommt da rein? Weil man kann ja zu Martin Ho stehen, wie man will, aber eines muss man ihm lassen, ein genialer Gastronom hat tolle Gastro-Konzepte nach Wien gebracht, hat auch die Szene in Österreich und auch vor allen Dingen in Wien maßgeblich bestimmt mit seinen Clubs, die er etabliert hat, aber auch mit seinen Restaurants. Und wer Sushi mag, kommt an Martin Ho auch nicht vorbei. Da wäre jetzt schon so viel über Martin Ho reden, muss ich natürlich ein bisschen nachfragen, was macht Martin Ho aktuell? Er widmet sich jetzt, also offiziell heißt es seine Internationalisierung, er wird jetzt nach Dubai gehen und dort ein Sushi-Restaurant eröffnen. Hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen, eben weil der Hidden Club den hat er abgegeben. Was noch bestehen bleibt, sind die 2 Clubs im 2. Bezirk. Und zusätzlich, was jetzt auch ganz neu kommt, der X-Club, der Private Members Club, der hat jetzt über den Sommer zugesperrt und hat komplett auch umgebaut. Und was ich jetzt exklusiv erfahren habe, es war ja früher ein Members Club, das heißt, man konnte nur mit dem Schlüssel reingehen. Den hat man eben bekommen, weil man mit ihm befreundet war oder sich gut verstanden hat. Also nicht jeder hat diesen Schlüssel bekommen. Und das wird jetzt quasi abgeschafft. Und offiziell heißt es, damit Kunst und Kultur jedem zugänglich wird. Das heißt, es kann jetzt quasi fast jeder reinspazieren. Ja, nett. Ja. Also es ist eine gute Idee, ein tolles Konzept. Und er wird auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich schon öffnen, der X-Club. Der öffnet jetzt, genau. Komplett umgebaut und es bleibt spannend. Also das ist dem Martin Ho noch geblieben. Das macht er noch offiziell. Und ansonsten geht er nach Dubai. Ja, ist ja auch ein cooles Konzept gewesen, der X-Club. Also ich kann mich erinnern, gerade am Anfang war dieses Konzept ja komplett neu in Wien. Und da saßen dann wirklich auch hochkarätige Politiker drinnen. Ja? Und jetzt denkt, Sebastian und Kurz und Co. Nein, nein, das war schon vor der Zeit von Sebastian Kurz, wo wirklich Politgrößen da regelmäßig essen gegangen sind oder auch große Stars da drinnen waren. Martin Ho schafft das schon jedes Mal auf geniale Art und Weise, so sagen wir mal Menschen, auf die andere gerne mal schauen oder gerne wissen, was die tun, in seinen Dunstkreis hineinzuziehen, mit seinen Partys zu versorgen und ihnen da wirklich ein Entertainment zu bieten, wo man sich eigentlich gut aufgehoben fühlt und wo man eine Garantie dafür hat, dass eine gute Stimmung ist. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man definitiv so zusammenfassen und ich werde auch dort sein, an Halloween. Na bitte, Party. Na bitte. Oktober. Na bitte, also
wenn Sie Andrea Lautmann persönlich treffen wollen, dann schauen Sie doch vorbei im X-Club an Halloween. Oder folgt mir auf Instagram unter Gastroinsider Vienna. Genau, dann wissen Sie auch immer, wo Sie gut essen können. Aktuell Ihr Lieblingsrestaurant, zumindest für heute, das Cellini. Weil heute Abend bist du wahrscheinlich schon wieder woanders unterwegs und kannst morgen schon den nächsten Gastro-Tipp abgeben. Richtig, das verrate ich dann nächste Woche. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Und bei uns geht es jetzt gleich spannend weiter.